What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich befinde mich gerade auf Teneriffa. Okay, wie fange ich jetzt an? Also ich habe in den letzten Tagen über ein Thema immer richtig viel nachgedacht. Ja, und dann wollte ich gerade das aufschreiben und habe gedacht, ich schreibe das unter einen Instagram-Post. So meine Gedanken, um das loszuwerden. Meine Fingernägel sehen übrigens abnormal asozial aus. Bitte entschuldigt, aber Abwasch, Strand... Die First World Problems in the Life of Jaco Wursch. Dann habe ich gerade gedacht, Jaco, bist du blöd? Machst du doch nicht so kompliziert. Jetzt stell doch einfach kurz die Kamera auf und erzähl das, weil ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Und niemand hat mir auch jemals erzählt, dass er dieses Problem hat. Aber ich finde es voll, also wenn das noch jemand hat, finde ich das voll wichtig, darüber zu sprechen. Und zwar geht es darum, dass ich in letzter Zeit voll oft gemerkt habe, dass ich voll gehemmt bin. Also zum Beispiel, ich folge voll vielen Reisevloggern und Bloggern auf Instagram zum Beispiel. Ich liebe einfach diese Bilder von schönen und glücklichen Menschen am Strand, wie die in Wasser, karibischem Meer baden. Und ich weiß nicht, ich mag einfach mir sowas anzugucken. Und manchmal... Wenn ich am Strand bin, denke ich, boah, ich habe eigentlich gar nicht so richtig schöne Bilder. Ich mache nie so diese typischen, ich bin am Strand mit einer Kokosnuss, habe einen schönen Bikini an und hinter mir ist das karibische Meer und mir geht's gut Bilder. Wisst ihr, was ich meine? So, und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die viele Menschen an mir mögen. Wisst ihr, dass es nicht ganz so konventionell ist und dass man sich eben nicht schlecht fühlt, wenn man das... Das habe ich schon ganz oft geschrieben bekommen, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man mir folgt, weil ich keinen Neid auslöse. Und dadurch, dass ich das so oft in meinem Leben gesagt bekommen habe, bin ich gehemmt, Dinge zu tun, die in anderen Menschen Neid auslösen können. Ich glaube, dass viele Menschen so sind. Es ist mir richtig wichtig, dass es Menschen, also wie soll ich das sagen, damit ich mich in einer Situation wohlfühle, müssen sich alle wohlfühlen. Also ich könnte zum Beispiel nicht in einer Runde neben jemandem sitzen, wo ich merke, dass er sich nicht wohlfühlt. Also muss ich dafür sorgen, dass er sich in meiner Gegenwart wohlfühlt. Und das hat in meinem Leben schon voll oft dazu geführt, dass ich mich kleiner gemacht habe, als ich eigentlich bin oder gelogen habe, also die Wahrheit abgeändert habe, damit der Mensch neben mir sich besser fühlt. Zum Beispiel gesagt, dass ich weniger verdiene, als ich es eigentlich tue, weil ich zum Beispiel gerade in der Nähe von jemandem bin, bei dem es gerade finanziell nicht so gut läuft. Ich glaube, dass einige von euch das bestimmt kennen, dass man so sich selbst an andere anpasst, damit die sich wohlfühlen. Dass man sich schlecht oder schuldig dafür fühlt, wenn es einem besser geht. Mein ganzes Leben lang war ich auch mit irgendwas am Struggeln. Ich war immer in einer Situation, zum Beispiel, wo ich Probleme mit meinem Freund hatte. Oder wo ich jemandem hinterhergelaufen bin, den ich nicht gekriegt habe. Und wo ich keine Kohle hatte, weil ich nur Schülerin war, weil ich Studentin war, weil ich Praktikantin war. Weil ich mich gerade selbstständig gemacht hatte und überhaupt gar kein Geld hatte. Man findet voll viel Gesprächsstoff mit Menschen, weil ganz, ganz viele Menschen diese Sorgen haben. Ganz, ganz viele Menschen haben Probleme in der Liebe, im Finanziellen, in der Zeit. Keine Ahnung, die Probleme, die man halt auf dieser Welt hat und die jeder kennt. So, und dadurch habe ich gemerkt, dass es voll einfach für mich ist, Freundschaften zu schließen. Es ist immer einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wenn man einen gemeinsamen Feind hat oder ein gemeinsames Leid oder ein gemeinsames Übel, über das man sprechen kann. Und deswegen war es nicht schwer, dafür zu sorgen, dass Menschen in meiner Gegenwart sich wohlfühlen oder sich mit mir verbunden fühlen, weil ich halt ganz offen immer auch schon über Probleme und Missgeschicke und Dinge an mir selbst, die ich irgendwie blöd finde oder so reden konnte. Und das fanden die Menschen immer super sympathisch. Ja, und irgendwann bin ich dann aber so vor 2 Jahren an einen Punkt gekommen, wo es mir besser ging, wo ich diese Probleme nicht mehr hatte, wo ich alle Beziehungskrisen und Probleme mit Männern durchlitten hatte und in meiner Beziehung an einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach glücklich war. Ich hatte vorher richtig viel gearbeitet und gar keine Zeit für gar nichts und dann fing es so langsam an, dass ich so die Früchte ernten, sagt man das so? Die Früchte ernten konnte von dieser Arbeit. Und auf einmal... lief es finanziell runder, als ich es eigentlich kannte. Ich musste mir halt keine Sorgen machen. Wenn ich unterwegs war und ich wollte mir was zu essen holen oder ich wollte mir ein T-Shirt kaufen, dann konnte ich es halt einfach machen. So, das klingt jetzt richtig komisch, als ob ich vorher so unter so einer Brücke geschlafen habe. Aber jeder von euch, der irgendwie so ein bisschen mit Geld am Struggeln ist oder Student ist oder so, der weiß ja genau, was ich meine. Ne? Da überlegt man sich zweimal, ob man sich jetzt irgendwie bei H&M Pullover kauft oder nicht. Und dann ging das los, dass
keine Ahnung, ich wollte unbedingt das Reisen in mein Leben holen. Deswegen habe ich einen Reiseblog und einen Reise-YouTube-Kanal gestartet, weil irgendwer mal zu mir gesagt hat, Jaco, wenn du irgendwas in dein Leben holen willst, hol dieses Thema in dein Leben und dann kommt so das, was du machen willst und was du sehen willst, kommt so auf dich zu. Wisst ihr, so Law of Attraction mäßig. Wenn man sich keine Sorgen und keine Gedanken macht und nicht wirklich Probleme hat, an denen man zu arbeiten hat, hat man auf einmal Zeit für voll viele Dinge. Dann habe ich auf einmal angefangen, Yoga zu machen und vegan zu essen und mich um meine Gesundheit zu scheren und keine Ahnung, irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungs, so, sich mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich eigentlich voll spannend finde, wo ich aber einfach nie so Zeit und Platz im Kopf für hatte und habe halt all die Dinge ausprobiert, über die ich mich früher eher so ein bisschen lustig gemacht hätte, aber es hat mir Spaß gemacht und ich bin glücklich gewesen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, wow, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann fange ich an, mich schuldig zu fühlen. Also habe ich mich und mein Leben schlechter gemacht, als ich eigentlich bin und habe Sorgen in Gesprächen größer gemacht, als sie eigentlich da waren, weil ich gedacht habe, diesen Menschen geht es schlechter, wenn sie hören, dass es mir gut geht. Kevin ist gerade hier im Raum und ich muss gerade warten, bis er draußen ist, weil ich mich voll bescheuert. Ich lade das hoch und zeige das 100.000 Menschen und dann stelle ich mich an, wenn du hier reinkommst. Das ist richtig bescheuert. Aber ich kann es nachvollziehen. Um das nochmal klarzustellen, das ist keine Kritik an Menschen, denen es schlecht geht oder die Probleme haben. Meine Freunde und meine Bekannte haben die absolute Berechtigung und ich will das auch, dass sie mir ihre Probleme und ihre Sorgen erzählen. Das Problem lag nur ausschließlich bei mir. Ich hatte Angst, dass andere Menschen sich schlechter fühlen, wenn es mir besser geht, weil ich dachte, dass sie sich mit mir vergleichen. Und ich glaube, dass ich mache, also, und das hat sich irgendwie auf alle Bereiche übertragen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie auf Reisen war und ich habe zum Beispiel ein richtig schönes Foto gepostet, was so richtig Traumstern-typisch, bloggermäßig war, dann musste ich darunter direkt irgendwie schreiben, hey, ja, aber der Tag war auch nicht nur schön. Und das, also, versteht mich nicht falsch, das, was ich da drunter geschrieben habe, was ich in meine Post geschrieben habe, entsprach immer der Wahrheit. Aber der Gedanke, der dahinter steckte, warum ich das da drunter geschrieben habe, war halt manchmal nicht gesund. Der war halt, ich muss es relativieren, dass es mir so gut geht, damit die Menschen, die das sehen, sich nicht schlecht fühlen, weil so viele Zuschauer und Freunde und Bekannte mir schon erzählt haben, wie furchtbar sie sich fühlen, wenn sie nur im Internet sehen, dass es allen Menschen gut geht und sie an Stränden sind und wisst ihr, wie ich das meine? Und dass sie sich das leisten können und dass sie, keine Ahnung, Zeit haben, morgens 5 Früchte klein zu schnibbeln. Und dann habe ich Lulu kennengelernt. Jetzt mal ein großes Shoutout an Lulu, Lulus Dreamtown. Falls ihr ihr noch nicht folgt, müsst ihr euch sie auf jeden Fall angucken. Lulu war so total unvoreingenommen, was Geld und Glückseligkeit angeht. Also Lulu hat einfach frei rausgesagt, ich will richtig glücklich sein und ich will richtig reich werden und ich probiere jetzt alles und ich werde Schauspielerin und ich werde dies und ich werde das und wir machen das so und lass mal dies machen und das machen. Und sie war so richtig positiv in Bezug auf Lebensziele, auf Hobbys, auf alles. Sie hat einfach gesagt, lass uns das machen, mach das, fühl dich nicht schlecht. Und dadurch, dass ich sie beobachtet habe, wie sie das gemacht hat, ist mir erstmal aufgefallen, wie ich in ihrer Gegenwart entspannen konnte, weil ich mich nicht schlecht fühlen musste, wenn ich gesagt habe, hey, ich will vielleicht mal an einem Strand leben und voll das coole Leben haben und ganz viel Früchte essen. Also ich konnte einfach so locker flockig sagen, was eigentlich meine Träume sind und Ziele, die einfach schön sind, dass ich so richtig ehrlich sein kann, was ich eigentlich will und was ich mir wünsche und dass es aber auch möglich ist, das zu bekommen, dass ich nicht sage, oh, ich würde gerne, aber das können ja nur diese doofen Leute, sondern dass ich wirklich sehe, ich kann das machen und ich muss mich auch nicht schlecht dafür fühlen, dass ich das will und dass ich in die Richtung mich entwickle. Ich kriege immer ganz, ganz viele E-Mails mit Problemen und Gedanken und Wünschen und Träumen, weil ich weiß nicht genau, wie ich es mache, aber ich habe das Gefühl, dass Leute mir gerne die Wahrheit schreiben. Jedenfalls klingt das immer so, wenn ich eure E-Mails lese. Und da ist mir aufgefallen, dass in voll vielen E-Mails von euch, also von manchen von euch, exakte Hinweise oder Symptome auf genau dieses Problem stehen. Ich habe solche Wünsche und Träume, aber ich traue das nicht meiner Familie zu sagen, weil die sagen, dass ich spinne, dass man Angst hat, ein gutes Leben zu haben oder sich schön zu fühlen oder Geld zu haben oder glücklich zu sein oder eine harmonische Beziehung zu sein und Angst hat, andere neidisch zu machen. Dass man sich nicht traut,
vor Freunden mit seinem Freund rumzuknutschen, weil die vielleicht keinen Freund haben und so weiter und so fort. Mir sind so viele Sachen eingefallen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss einfach einmal darüber sprechen und sagen, dass es okay ist, wenn es einem gut geht. Dass es okay ist, wenn man nicht pleite ist und dass es okay ist, wenn man reist und wenn man gute Laune hat und dass es okay, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist oder frisch verliebt ist und dass es okay ist, wenn man sich ein teures Kleidungsstück gekauft hat oder dass es okay ist, wenn, weiß ich nicht, man ein Baby kriegt, obwohl die Freundin vielleicht auch ein Baby will, aber gerade kein Baby kriegt. Man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man glücklich ist. Also ich finde es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass es immer Zeiten gibt, in denen es einem nicht so gut geht. Es ist okay, es ist genauso okay, wenn es dir schlecht geht, wie wenn es dir gut geht. Und man muss aber nicht immer versuchen, sich anzupassen. Wenn es dir nicht gut geht, musst du nicht immer lachen und so tun, als ob alles super wäre, damit andere Leute mit dir Spaß haben. Und wenn es dir aber gut geht, dann musst du dich auch nicht immer kleiner machen und dich dafür schämen, dass du vielleicht, keine Ahnung, nicht die Probleme hast, die andere Menschen haben. Aber mich würde einfach mal interessieren, was ihr dazu denkt, weil ich glaube, das ist so, es gibt halt so verschiedene Seiten der Medaille. Auf der einen Seite weiß ich genau, was Leute meinen, wenn sie irgendwie sagen, ja, ich fühle mich voll schlecht, wenn ich sehe, dass andere Leute so ein tolles Leben haben und reisen und Bilder vom Strand posten. Aber auf der anderen Seite, was ist denn, wenn man einen schönen Tag am Strand hatte? Wenn man sich einen neuen, coolen Bikini gekauft hat und das Leben gerade halt einfach toll ist? Ist das nicht was Schönes? Ist es nicht okay, wenn man das teilt? Wenn man zeigt, hey, ich bin glücklich, muss man dann automatisch denken, man will Neid auslösen? Oder kann man auch einfach sagen, hey, es geht gerade nur um mich in diesem Bild und bei mir ist gerade alles super und es hat nichts mit deinem Leben zu tun. Vielleicht inspiriere ich dich, sowas Ähnliches zu tun. Vielleicht freust du dich aber auch einfach nur für mich, dass es mir gerade gut geht und ich einen schönen Tag habe und ein richtig geiles Foto gemacht habe. Weil, kennt es nicht jeder von uns? Ich bleibe jetzt mal einfach bei dieser Strandscheiße. Man ist am Strand, man ist seit einer Woche irgendwo in der Sonne und man ist richtig schön braun und man hat sich einen neuen Bikini gekauft, bevor man an den Strand gefahren ist. Und dann ist man am Strand und die Haare haben Beach Waves und dann denkt man sich, oh mein Gott, der perfekte Moment, um richtig geile Fotos zu machen. Und wenn man schöne Fotos hat, will man die doch auch zeigen. Muss man sich dann immer gleich schlecht fühlen? Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich YouTuberin bin, aber ich habe so viele Sachen in meinem Leben schon gehört von Leuten, die sagen, ja, oder diese Blogger, die immer nur im Urlaub sind. Ich frage mich immer, womit verdienen die eigentlich ihr Geld, wenn die den ganzen Tag nur Fotos von Yoga mit einer Kokosnuss am Strand machen? Ich höre immer solche Dinge und das hat sich bei mir so krass in den Kopf eingebrannt, dass ich denke, ich sollte das nicht machen. Aber warum nicht? Das sind doch die schönsten Fotos. Jetzt mal ehrlich sind. Ich will dieses Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich merke nämlich, dass ich das gerade schon wieder tue. This is the other side of Jaco Wursch. Sie macht sich viel zu viele Gedanken, aber es ist nun mal so. Das ist auch eine Seite, die man teilen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ihr seid süße kleine Schnubbelwutze. Adios, amigos. Ciao, Kakao. Und schön einschmieren. Immer am ersten und zweiten Tag. Ich habe mir richtig den Rücken verbrannt. Ja. Haut rein.